Danach gehe ich hier dran. Und dann gehen wir hier durch. Boah, das ist auch cool. Wenn man da kaputt bricht, fliegt man in das Vakuum rein und wird da durch solche Röhren gesaugt. Whee! Speed, Speed. Zack, zack und zack. Bombe berührt, perfekt. Eine Bombe, so ein Bombenpower tötet übrigens alle Gegner in der Umgebung. Ich glaube, das hatten wir bisher noch gar nicht. So, Kiste zerstören. Hier runter. Ja, genau, hier muss ich an der Decke entlang, um dann hier durch dieses Loch zu kommen. Und ich habe das Gefühl, hier sind irgendwo gleich Gegner. Noch ein Safe Point, super. Dann grinden wir hier drauf entlang. Und soweit ich mich erinnere, war das hier der richtige Knopf. Alle anderen bringen einen im Endeffekt um sogar, weil, soweit ich mich noch erinnere. Bin mir aber gerade nicht sicher. So, da unten müssen wir entlang grinden, soweit ich mich erinnere. Ja, perfekt. So. Nein, Sammer! Ich habe nur einmal A gedrückt. Ich habe keinen Doppelsprung gemacht. Wenn ich jetzt nach oben drücke, dann laufe ich da komisch nach vorne. Was zur Hölle? Die Steuerung ist sehr unfair in diesem Level. Aber das Level ist trotzdem cool. So. Und diesmal bitte nicht automatisch Doppelsprünge machen, Sonic. Danke. Hier drauf zu kommen ist nicht so einfach, wie es aussieht. Glaub mir. Jetzt hat er gerade wieder einen Doppelsprung gemacht. Schon wieder. Ey. Sag mal. Okay, wenn ich nach unten drücke, läuft er in die Richtung. Gut. Ich muss hier echt Feinabstimmung machen. Jetzt surfe ich in die falsche Richtung. Danke. Danke, 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 danke. So. So, der ist tot. Der Folge ist... Oh. Super Idee, Tom. Super Idee. Ringe. Du. Ich kümmere mich nicht um die Kleinen, sondern direkt um den Großen, denn dann krepieren alle Kleinen. Und hier geht's weiter. Wir hangeln uns an diesem Rohr entlang. Und... berühren auch mal Schaden. Ja, ja, ich weiß, dass ich da warten muss, bis die Schild nicht mehr vorne haben. Oder man kann auch einfach so eine Bodenattacke machen, soweit ich mich erinnere. Dann krepieren die einfach. Ich warte lieber noch eine Runde. Komm schon. Okay, ich hätte, glaube ich, direkt kommen können. Jetzt sind die Schilde schwach, greif an. Das habe ich mir schon fast gedacht, Omochao. Und zack. Und rüber. Woo! Das macht Spaß. Auf in diese Vakuumröhre. Siu! Ecke, Ecke. Autsch. Das tut doch weh, oder? Krach, krach. Einfach mal gegen die Ecken knallen da drin. Aber Sonic hält das natürlich aus. Kein Problem. So. Die Musik ist cool. Weiter geht's. Die beiden da hinten können wir ignorieren. Die schießen sowieso immer in dieselbe Richtung. So, nach unten. Und hier brauche ich, glaube ich, ein Power-Up. Oder so. Jetzt komme ich da wohl nicht durch. Hm. Gab es da oben ein Power-Up? Höchstwahrscheinlich, würde ich fast sagen. Ha. Gab's eins? Gab's eins? Ach, da. Okay, gut. Danke. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Hurra. So, gehen wir hier runter. Und, ich muss direkt nach hinten steuern zum Runterfliegen. Oder ich nehme dieses Dops-Gerät. Dops-Gerät. Ja, wir haben das tatsächlich immer Dops-Gerät oder Dops-Teil genannt. Flame Ring. Was kann der? Ermöglicht dir einen starken Fire Somersault. Wow, mit dem kann ich höchstwahrscheinlich die Stahlcontainer zerstören, sage ich doch. Und wir haben so einen komischen Feuerschweif. Nice. Wir haben diese Sprungdinger tatsächlich immer Dops-Teile genannt früher. In Sonic Mega Drive. Ich und meine Cousins, die das immer gezockt haben bei meinem Onkel. Das war cool. Sonic Mega Drive. Und dann, beziehungsweise Sega Mega Drive und darauf dann Sonic the Hedgehog und Sonic und Knuckles und so weiter. Boah. Coole alte Zeit. Und jetzt gibt's 3D-Sonic-Spiele. Summer! Ah! Das ist frustrierend. Habe ich jetzt schon das Power-Up oder nicht? Jetzt kommen wieder die Ecken. Ecke, Ecke und Ecke. Ecke drehen. Mann, Mann, Mann. Ich habe B gedrückt und er tut einfach mal den ersten Ring nehmen und in der Strecke nicht mehr folgen. Das gibt's nicht. Aber ja, ich habe noch das Power-Up. Okay. So, hier rein. So, ich versuche das nochmal, aber wenn der jetzt diesmal wieder Faxen macht, dann gehe ich echt an die Decke. Ich kann das nicht ab, dass bei dem Spiel einfach mal Glück mitbestimmt, ob du richtig bist oder nicht. Ist ziemlich gammelig.
So, hier drüber grinden, das habe ich mittlerweile schon verstanden. Hier hoch, den umbringen, dann dadurch. Und jetzt, ich drück B, da oben steht Leiter, steht ihr's? Buh, okay, geht. So, da war ein Dobsteil, ja, ich nenne es jetzt Dobsteil. Da war ein Dobsteil drin und dieses Vieh schießt natürlich genau in dem Moment ein Laser. Eine Ringkette. Pschiu. Das ist cool. So, so, du stirbst. Alle Kleinen explodieren. Wow. Und den ignorieren wir. Und das ignorieren wir wohl auch. Wie auch immer. Egal. Da war gerade der Goldene. Verdammt. Das war knapp. Fast hätte ich ihn erwischt gehabt. So. Auf durch dieses Loch durch. Nach oben. Wow. Und den hier umbringen. Die müssen wir, glaube ich, jetzt auch töten, damit die Tür aufgeht. Da fürchte ich mich drunter und hüpfe weiter. Dann können die mir nicht so viel anhaben. So, was gibt's hier hinten? Oh. Ja, ich bin intelligent. Dafür gibt's jetzt wieder Ringe. Wow. Und hier vorne ist ein komisches Tor. Das wir mit dieser Rakete zerstören können, so wie es aussieht. Und nach unten gehen können. Und eine Chow-Box mitnehmen können. Gorilla Chow, ich werde dich grüßen bald. So, hier an der Seite haben wir zwei Roboter. Psiu. Nein, nicht Psiu. Ich will kein Psiu von dir. So, hier durch. Und jetzt kommt, glaube ich, der spaßigste Part, wenn ich mich richtig erinnere. Tür geh auf. Emergency. Notfall. So. Das ist die interessanteste Stelle, würde ich fast behaupten. Hier geht's zur Seite. Zur Seite, habe ich gesagt. Zur Seite, sag ich doch. So, hier entlang. Auf diesem Würfel. Nach oben. Nein. Was soll das denn? Ich glaube, ich habe schon verloren. Ich glaube echt, ich habe schon verloren. Jo, ich habe verloren. Ciao. Diese Doppelsprünge, es ist... Bitte sagt mir nicht, dass das an mir liegt oder so. Ich hab zwar schon einen in meinen Kommentaren, der gemeint hat, das wäre bei ihm auch so, aber... Sag mal, habt ihr das alle gehabt? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das... Ich erinnere mich zwar selbst noch daran, dass das früher ebenfalls so war, aber... Habt ihr das alle auch? Wenn ihr A drückt, dass ihr... Also an die Leute, die das Spiel haben, wenn ihr A drückt, dass ihr dann manchmal einfach doppelt springt. Ich finde das grauenhaft. Ich meine, ich habe das Spiel extrem gut in Erinnerung und ich finde es auch extrem geil. Aber wenn ich dann sterbe, weil das Spiel nicht will, dann ist das sehr frustrierend. So wie gerade eben. Das vermasseln mir dann auch ständig meine Ranks. Dann habe ich immer E oder so. Okay, manche von den E-Ranks waren jetzt auch meine Schuld. Ich will jetzt nicht alles darauf abwälzen. Abwälzen. Ja, diese Stelle ist interessant. Wir haben noch ein Leben. Oh. So, jetzt machen wir es aber richtig, bitte. Ich gehe jetzt einfach ganz langsam hier entlang. Den können wir getrost ignorieren, der interessiert uns nicht mehr. Dann gehen wir hier auf die Seite. Gehen hier entlang nach unten. Nach unten. Auf diese zwei Blöcke drauf. Nehmen unsere Sprungattacke und betätigen diesen Hebel, damit wir auf dieses gelbe Feld kommen. Und dann machen wir hier oben schön langsam. Gut. Der hat der irgendwelches Schutz... Was war das? Dieser Doppelsprung. Ah! Menschenskinder. Habt ihr das gesehen? Der macht einfach sofort einen doppelten Sprung und ich bin tot. Ich bin einfach sofort tot. Weil das Spiel nicht will, dass ich gewinne. Das Spiel will es nicht und deshalb gewinne ich nicht. Mann, was ist das? Schon wieder. Schon wieder. Habt ihr es gesehen? Ich muss immer drei oder viermal Sprung drücken, bis der überhaupt hinhaut, ein normaler. So. Hier lang, 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 hier lang. Ich drehe mich jetzt in die Richtung. Okay, es klappt. Perfekt. Gut. Das mache ich jetzt immer. Ich drehe mich, bevor ich überhaupt irgendwie hüpfe, in eine Richtung, wo nichts passieren kann. So, in die Richtung drehe ich mich. Gut. Okay, auch wenn ich jetzt nicht hüpfen musste, aber Wurst. Du krepierst. So. Hier muss ich auch nicht hüpfen, gut. Dobstyle. Hier drauf. Dann hier grinden. Komm schon, grinden, grinden, grinden. Grinden, grinden.
hier nicht berühren. Die sind mir sowieso strunzegal oder schnurzpiepegal oder was auch immer man dazu sagen will. Wir verwenden dieses weitere Dopsteil, um auf die violette Oberfläche zu kommen. Verfolgen dann diese Ringkette. Ich stelle mich jetzt ganz vorsichtig vorne dran und zwar in der richtigen Richtung, sodass auch ja nichts schief gehen kann. Dann gehen wir hier drauf, betätigen diesen Schalter, um auf diesem lilanen Feld wiederum zu sein. Und hier unten ist ein Schalter, den ich irgendwie betätigen muss, keine Ahnung wofür. Und das geht hier nach oben. Was? Ey. Dieses Vieh. Bring dich um. Gut. Ich habe zwar keine Ringe mehr, aber ich glaube, da vorne darf ich noch gar nicht hin. Ich muss zuerst so eine Rakete losschicken, glaube ich, damit ich zum Ziel komme. Nee, hier war das nicht. Okay. Dann, ich habe keine Ringe mehr. Verdammt. Verdammt. Okay. Wir gehen hier vorne runter. Ich hoffe mal, dass jetzt nichts Schlimmes passiert und dass ich das noch retten kann. Wir gehen hier drauf. Okay, hier ist die Rakete. Puh. Goal. Goal, goal, goal. Diese Stage geschafft. Yes. Sonic sagt's schon. Yes. Auch wenn das definitiv ein Rang E wird. Mit 3340 Score-Punkten. Rang E. Mann. 15 Emblems. Immerhin 15 Emblems. Boah, ich muss die ganzen Level, wo ich Rang E mache, mal irgendwann nochmal neu hochladen mit Rang A oder so. Es geht einfach überhaupt nicht. Ciao, World. Dann geben wir unserem goldenen Gorilla Ciao. Doch mal ein paar Stäbchen. So, hüpf, 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 dadurch. Und wo ist er? Ich warte mal kurz einmal, dass die Stäbchen auf einen Haufen fallen. Da ist er. Da ist er. Ich meinte nicht dich. Den meinte ich. Habe ich zwar einen aufgeweckt, aber der kann ruhig beleidigt sein. Jetzt ist es mir egal. So, du kriegst einen grünen für Rennpower, was auch immer. Du kriegst einen gelben für Schwimmen, einen roten für Stärke, einen violetten für Flug und noch ein paar von den eben genannten. Nämlich Violett und Gelb, auch bekannt als Yellow oder Pissfarben. Dann einen roten wie Blut. Blut, das aus den Gesichtern deiner Gegner läuft, nachdem du sie mit deiner Stärke geschlagen hast. Ja, der Vergleich war ziemlich schlecht. Aber wie auch immer, das war's. Unser Ciao ist uns jetzt erstmal egal und es geht weiter in der Story. Komm schon. Komm schon. Ark, Forschungslabor. Canon Countdown, 33 Minuten. Die Erde. Oh, oh, oh. Let's take care of business first, shall we, Sonic? Hand over the Chaos Emerald, slowly, and then we'll talk about your girlfriend. That is, if you really care for her. Handing over the fake emerald? I can kill two birds with one stone! Put the emerald down right there and back off. Ja, genau, grinst noch mehr. You thought you could trick me with that fake emerald, didn't you? So, how did you know it wasn't the real one? Tails! Because you just... Ooh! Ja, ja? Dummer Junge. Now, for a little space ride. The capsule cleared the colony bad. I'm counting on you, Tails. Take care of yourself. Farewell, Sonic the Hedgehog.